Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder eine Rezension für euch. Und zwar zu einem Buch, was mir wieder ein ganzes Genre, finde ich, näher gebracht hat, was mich wieder begeistert hat, solche Bücher zu lesen. Und zwar geht es um dieses Buch hier, das seht ihr neben mir eingeblendet, von Sia Crowley, Evan, Harter Ritt, der erste Band der Skulls MC-Reihe. Es geht um Evan, der ein dunkles Geheimnis hat und eine schwere Entscheidung treffen muss, weil er steht kurz davor, den MC im Bad Standing zu verlassen, also nicht im Guten, sondern eher im Schlechten, weil er einfach so viele Baustellen hat, so viele Probleme hat, die ihm fast schon über den Kopf wachsen, finde ich. Also da tut er sich echt ein bisschen schwer. Er hat so viele Sachen zu machen. Bis dann auf einmal Beth in sein Leben stolpert und ihm da so ein bisschen ja, Struktur reinbringt, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein bisschen Ordnung. Sie ist nämlich Lehrerin und hilft ihm bei einem wichtigen Problem, das er hat. Er möchte nämlich seine Fahrerlaubnis wieder zurückbekommen. Und es ist aber nicht so einfach, weil er da ein kleines Problem hat, was ihm Schwierigkeiten hat. Also er könnte es auf jeden Fall, aber er braucht einfach jemanden, der ihn da so ein bisschen anschubst und in die richtige Richtung schiebt und sagt, okay, du musst jetzt hier und da gehen, da und dahin gehen und das macht die Beth einfach. Und was mir einfach gut an ihr gefallen hat, dass sie einfach sich durchsetzt, dass sie nicht in so einem Schneckenhaus gefangen ist und sich da irgendwie nicht traut, aus sich rauszukommen. Das hat mir gut gefallen. Sie ist voll in der Sache dann dabei, wenn sie sagt, kein Problem, ich mache das, wir kümmern uns darum. Weil es geht auch darum, dass er in einem Club, dem der MC gehört, was aufdecken muss. Da stimmt irgendwas mit der Buchhaltung und mit den Finanzen nicht. Und er muss eben da Informationen zusammenkriegen, hat aber nicht mehr allzu viel Zeit. Also die Zeit sitzt ihm auch bei dem Problem im Nacken. Aber beide versuchen das Beste draus zu machen und versuchen eben die Infos zu kriegen, die sie brauchen, dass der MC sehen kann, auch okay, da stimmt was mit den Zahlen nicht. Und ja, das geht tiefer, als sie am Anfang denken. Und zu meiner Bewertung jetzt eben, also für mich ist alles dabei, was ein gutes MC-Buch ausmacht. Bin wieder Fan geworden, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe wieder mit Begeisterung gelesen und habe mit Freude gelesen und bin einfach wirklich wieder richtig glücklich, dass es endlich wieder jemand schafft, mich mit diesem Genre wieder abzuholen. Und das hat die Autorin wirklich bei mir ganz toll geschafft. Und ich bin auf jeden Fall glücklich, dass es bei mir so gut geklappt hat bei diesem Buch. Also ich bin einfach wirklich begeistert. Ja, am Anfang hätte ich das nie gedacht, aber ich habe mir dann den Klappentext durchgelesen, habe gedacht, aha, Klappentext klingt ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt aufs Buch und nicht, wie gesagt, ich bin da gleich reingefallen in das Buch. Ich konnte es eigentlich gar nicht mehr aus der Hand legen, so toll war es. Und die Autorin schafft es einfach auch im Buch, die Spannung einfach auch hochzuhalten. Es gibt auch manchmal die eine oder andere Spannung zwischen Beth und Evan und das merkt man, es ist auch im Buch so, was auch gut passt. Er hat aber jemanden, der ihm da auch so ein bisschen hilft, so, also nicht nur Beth ist da, die ihm hilft, sondern auch einer vom MC, der sagt, komm Bruder, wenn irgendwas ist, kann ich mich jetzt anrufen, er hat einfach einen guten Draht trotzdem noch und es ist einfach toll, dass einfach wirklich und als er dann anfängt, sein Geheimnis zu offenbaren, ist es dann doch nicht so dunkel, wie man am Anfang gedacht hat. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, was er für ein Geheimnis hat, aber es ist einfach so, dass einfach, finde ich, sowas schon wichtig ist anzusprechen. Also dieses Problem, was er hat und er, und Beth schaut ihn gleich am Anfang und sagt, ja, okay, ich weiß, was du für ein Problem hast. Ich werde dir, wie gesagt, so gut helfen, so gut ich kann. Und es ist wirklich toller Schreibstil, natürlich auch ein bisschen derb geschrieben, ganz klar, an der einen oder anderen Stelle. Aber ansonsten finde ich, ist das ein gutes Buch, was man wirklich super lesen kann, was einen wirklich abholt. Und also für mich auf jeden Fall. Es wird sicher nicht das einzige Buch sein, was ich von der Autorin lesen werde. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was da noch alles kommen wird.
Und wie gesagt, ich bin einfach, kann es wie gesagt nur mit 5 von 5 Sternen bewerten, weil ich einfach gedacht habe, wow, es ist ein tolles Buch. Mich hat es wirklich abgeholt und alles. Also ganz toll. Die Rezension dazu habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Die findet ihr auf meiner Loyalbook-Seite. Dort könnt ihr euch die angucken, wenn ihr mögt. Wenn ihr meinen Kanal abon also wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, könnt ihr das auch gerne tun. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox oder einfach hier unten auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und kurzes Shoutout. Ich würde nur kurz das letzte Video nur kurz ansprechen. Mein Neuzugänge-Video, was sehr oft aufgerufen wurde und wo ich wieder ein paar Abonnenten dazu bekommen habe, finde ich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr, wie gesagt, Themen habt, die ich in meinen Videos ansprechen kann, natürlich was Bücher angeht, ob ich irgendein Special machen soll oder so. Ich habe ja im letzten Video erwähnt, dass ich mir zwei Buchboxen bestellt habe. Die kommen jetzt im nächsten Monat dann, im Juni. Und da wird es auf jeden Fall ein großes Unpacking-Special geben, je nachdem muss ich gucken, wie ich das umsetzen werde. Aber auf jeden Fall wird es da ein tolles Video geben. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, ich habe es ja kurz vorhin schon erwähnt, könnt ihr das gerne tun. Den Link zu meinem Kanal findet ihr wie immer hier unten in der Infobox oder einfach hier unten rechts, wie gesagt, auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch ein schönes und langes, schönes Pfingstwochenende noch. Also ich hoffe, ihr genießt es. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und sag Servus und Baba. Ciao!